Ja, ich komme. Holen wir die Kette runter. Warum kann ich eigentlich deine Gedanken nicht hören? Es schien, als ob Odin das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein Bruder, schätze ich. Das nehme ich als ja. Atmen. Und? Ja! Ja! Ich hab das Schlimmste hinter mir. Oder nicht? Wollt ihr mich vielleicht einfach durchlassen? Nein? Wie ihr wollt. Galvan!
Troika! Glück. Ja, hoch, verstanden. Wow, gut. Die sind verbunden. Sieht aus wie Klingstadt, ja. Das ergibt Sinn. Glaube ich. Ich muss aber an beide Seiten. Könnte klappen. Dann mal los. Geschafft. Ah, noch mehr Irrlichter. Gaulver. Go!
darfst fliegen. Ich tue, was ich kann. Ich sehe keine Abkürzungen mehr. Ich muss noch etwas weiter klettern. Oder viel weiter. Aber ich bin schon so weit gekommen. Hey, Ugin, wie wär's, wenn ich dir mal was erzähle? Es war einmal ein Riese namens Loki, der es für eine gute Idee hielt, Odins Einladung nach Asgard anzunehmen. Odin testete Loki. Er wartete von ihm, dass er allein Rimfus Mauer ganz hinaufklettert. Und was hat was hat Loki gemacht? Er kletterte weiter. Er kletterte einfach weiter. Seine Arme schmerzten. Die Finger wurden taub. Das Atmen fiel schwer. Aber Loki kletterte weiter. Einen Fuß nach dem anderen. Immer weiter. Bis ganz oben. Es geht nur nach oben. Gut. Gut. Mach weiter. Komm schon. Jetzt nicht aufhören. Weiter geht's! Gut! Ich schaffe das! Ich schaffe das! Bin fast da! Hallo. Hi. Sag, welcher Teil dieser großen Mauer ließ dich denken, oh, Besucher sind hier willkommen? Ich wurde hierher gebeten. Von Odin. Der Allvater rief dich her? Gut. Warum bist du dann draußen und nicht hier drin? Fragen wir ihn doch zusammen. Bist du fertig? Sag, was könnte Odin, Allvater, König der Asen,
von Leuten wie dir wollen? Sag schon. Das ist eine private Sache. Du weißt das gar nicht, oder? Könntest du mich hochziehen? Nein, ich denke eher nicht. Ich denke, ich lass dich fallen. Nein. Ja, ich lass dich fallen. Mach's gut. Halt! Weißt du, wie wütend der Allvater sein wird, wenn du seinen Gast tötest? Loki von den Jötnar? Den Jötnar? Feind meines Volkes? Ich bin kein Feind von dir. Das werde ich ja sehen. Hier lang, Loki von den Jötnar. Halt, ist das das Gjallarhorn? Bist du Heimdall? Offensichtlich. Jetzt kannst du dich an der Pracht Asgards erfreuen. Ein seltener Anblick für Fremde, besonders für Riesen. Klar, klau doch gleich alles, was nicht festgenagelt ist. Das wird deine Gastgeber beeindrucken. Jetzt komm mit auf die Plattform. Der Allvater mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Oh, hast du schon genug gesehen? Die Meilensteine der Zivilisation in den neuen Welten beeindrucken dich nicht so. Verstehe. Oh, nein. Es ist herrlich. Stell doch einfach deine Fragen. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Nächste Frage. Was ist dein Job? Ich beschütze das Reich, das ich liebe, vor Ärger. Und ich mache Ärger? Kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Was wohl an einer übermächtigen Vaterfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Du kennst mich gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh, du bist hier, um Leuten zu helfen? Nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Jeden zu manipulieren und zu belügen, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte kleine Seele. Du bist das Chaos in einem schicken Bogenschützenanzug. Ich beobachte, wie sich dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Andererseits, wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Gyltopyr. Wer liebt mich am meisten? Wer liebt mich am meisten? Wow, das ist fast so beeindruckend wie Baldur, der einen Drachen zähmt. Baldur brauchte sich nicht darum zu kümmern, wie stark er verbrannt wurde. Ich durchschaue sie. Dominiere sie klar und deutlich.
Wow, sind das alles Asengötter? Was? Du glaubst, dass alle Asen Götter sind? Aber Skjöldur hat gesagt, dass nur... Oh, klar, wenn Skjöldur das sagt. Wer auch immer das ist, muss eindeutig ein Asengötter-Experte sein. Im Gegensatz zu dem Asengott, mit dem du hier sprichst. Du weißt buchstäblich nichts über unsere Kultur, was? Ich weiß viele Dinge. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese? Baute die Mauer, die Riesen fernhält? Hrimthur, Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Ist das Odins Palast? Palast? Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Wie du siehst, hat es wahre Macht, nicht nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Meinst du nicht auch? Ha! Hey! Wow! Oh! Hey, Helme! Ich habe euch eine Übungspuppe mitgebracht. Ich dachte, wir gehen zu Odin. Weißt du, die Sache ist, du hast eine verräterische Absicht. Deshalb lasse ich dich auf keinen Fall in die Nähe des Altvaters. Oh, sehr schön. Bei diesen Tricks ist es ein Wunder, dass die Jötner jeden Krieg verloren, den sie je geführt haben. Das ist ein großer Spezialangriff. Aus, Junge! Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Bist du sicher, dass der Allvater gerne wartet? Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sehr sicher. Oh, nein! Pfeile! Wie furchterregend! Oh, das war ein besonderer... Ich hoffe, das war nicht dein letzter Trick. Oh, oh, wie war das? Du verhinderst nicht, dass ich Odin sehe. Du wirst ihn sehen. Von deinem Grab aus. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Klar! Völlig uneffektiv. Also mach weiter damit. Oh, das war nicht mal knapp. War's das schon? Ist das alles, was du kannst? Jöten? Mehr kannst du nicht? Wie hast du so lange überlebt? Wow. Ich muss wirklich sagen, Loki, ich bin absolut unbeeindruckt. Du solltest wohl liegen bleiben. Toll. Schluss damit. Was du auch denkst, ist Allvaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und es endet unschön für dich. Wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir. Du bist wirklich krank. Loki, du bist da. Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Ist das
das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler? Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Heimdall. Warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Was willst du? Wegtreten. Geh. Sehr gern. Und du, mach dich mal sauber. Aber Allvater. Ach. Joch, wat. Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was, genügt dir das nicht? Verschwinde hier! Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber er vergisst manchmal zu denken, weißt du? Hey, ich habe noch was zu tun. Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? Kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tyr befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Konzentriert! Königin Gnau? Die Einherja sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Konzentrieren! Auf meine Hände achten. Zu langsam. Großartige Soldaten, diese Einherja. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Warte kurz, das wird nicht lange dauern. Münzenappen. Rotgar. Münzenappen. Gorn. Münzenappen. Jana. Gut, weiter geht's.
Beeil dich, Loki, wir müssen weiter. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Ah, die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Thor auch. Erlen, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sylph, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Wie nett. Meine Diplomatin. Alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist er?
Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Ah. Hallo. Ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Gut, Junge, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Wow, wirklich nützlich. Hm, gut ausgestattet. Wo fange ich an? Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten.
Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. Das richtet jemand her. Also, was für ein Schwert ist das? Es ist neu, einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Das ist mein Zimmer. Früher war es Magnis. Ich steige wohl auf. Wie wird man eine Walküre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Wie lange sollen wir das wohl noch aushalten? Hey, so lange wie nötig. Das würden die Asen sagen. Nein, ist es nicht. Mutter, kennst du schon Loki? Ah, jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Ich schlage vor, du erledigst dein Anliegen mit dem Allvater. Sei einfach still. Aber irgendwas ist anders an dem Met. Das tut mir leid. Mütter, willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Ich bin gar nicht komisch. Du bist komisch. Es wäre aber ein äußerst umständlicher Weg. Lauf nicht weg. Ich will keinen Ärger, wenn du verschwindest. Weiter in ihrer Nähe darüber redest. Du Vollidiot. Manche vielleicht schon. Aber haltet mich aus eurem erbärmlichen Imponiergehabe doch bitte raus. Hä? Komm schon. Hast du heute nicht schon genug Heimdall gehabt? Gehen wir. Nehme ich an. Nur wesentlich höflicher. Ja.
Das hat ihn allerdings nicht sonderlich abgeschreckt. Lass. Er wird. Doch, das mache ich. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ich. Mhm. Ja. Ja, ist gut. Mhm. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin, ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding, das habe ich seit... Ach, wer weiß das schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Gern geschehen. Loki, komm mit mir, bitte. Alle schätzen mich falsch ein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb oder Macht? Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will Antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein. Wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Es gibt etwas jenseits von alledem. Es gibt einen Sinn, eine Antwort, die vor uns verschlossen ist. Und ich glaube, du, Loki, könntest der Schlüssel sein. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Ich fühle... Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir können erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht. Die retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich, nach langer Suche, dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend.
Obsidiani, Spitha. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und er wäre? Arbeite weiter mit mir und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre es ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor, komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesem schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Wer hat der Allvater uns hingebracht? Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Also, wohin gehen wir? Verdammt, woher soll ich das wissen? Der Allvater glaubt, du weißt, was du tust. Also tu es. Seltsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Was hätte ich gemacht? Mit diesen Armen? Was Loki und der glänzende Zahnstocher ausrichten können. Ein bisschen langsam, was? Du könntest helfen. Wow, Ingrid, nicht schlecht. Und wohin sollen wir jetzt gehen? Xena. Jetzt benutzt die Maske. Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam. Hey! Du kannst nicht Leute so schnappen. Na, was soll ich denn sonst tun? Dich werfen? Männer, da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Benutz endlich deinen Bogen. Oike! Benutzt deine Pfeile! Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen.
bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Noch nicht. Was meinst du? Später. Dass wir den Alphard nicht machen, da du ihn erwähnst. Die Maske. Ja. Wir müssen durch diese Felsen. Hey, kannst du... Ja, genau. Stell dir mal vor, was der mit Knochen anstellt. Du willst über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamut, Rungir, sie waren auch deine Leute. Die Riesen waren eine Schande für die neuen Welten. Ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, wechseln wir das Thema. Also, das letzte Mal haben Vater und ich ja alle von Sutters Prüfungen gemeistert. Könntest du... Du legst mich nicht rein. Euke! Von uns kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen, hm?